Die Gewinnerinnen und Gewinner der Mini-Menti-Aktion der Deutsche Bank Reitsportakademie zu Gast an einem besonderen Ort. Warendorf, das Hauptquartier der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und des Deutschen Olympiadekomitees für Reiterei, kurz DOKR. Ein Auftakt nach Maß. Weit über 300 Bewerbungen zeigen, wie beliebt das Mini-Menti-Projekt bei den Amateurakteuren ist. Der Preis: ein Jahr Trainingspartnerschaft mit einer der Grand Prix-Talente der Deutsche Bank Reitsportakademie. Kick-off zum Kennenlernen. Heute werden wir so ein bisschen mit unseren Mini-Mentis zusammengeführt. Wir lernen die zum ersten Mal kennen. Und ich habe mich mit meinem Mini-Menti auch schon unterhalten und schon mal ein bisschen durchgesprochen, wie wir das diese Saison machen. Und ansonsten werden die Mini-Mentis gleich das DOKR-Gelände kennenlernen. Das DOKR-Gelände. Exklusive Einblicke. Kadertraining für den PIAF-Förderpreis. Hier am Bundesstützpunkt in Warendorf, wie es inzwischen heißt, sind Welt- und Olympiasieger, haben alle hier in diesen Hallen unter den Olympischen Ringen geritten. Ein Sportpferd beurteilen. Hanna Erbe und die anderen Top-Talente der Reitsportakademie tauschen sich intensiv mit den Mini-Mentis aus. Über 300 Bewerbungen. Die Jury der Deutsche Bank Reitsportakademie hatte es bei der Auswahl so schwer wie nie. Das hat echt riesen Spaß gemacht. Zum einen hat es mich zurückversetzt in die Zeit, als ich in dem Alter war. Und zum anderen auch zu sehen, wie viel Mühe sich die Kinder oder Jugendlichen da gegeben haben. Alle waren mit Musik und alle haben sich Mühe gegeben für die persönliche Ansprache, von sich selbst erzählt. Und das Reiten war natürlich dann super. Das Mini-Menti-Projekt. Eine Idee startet durch.